So, kaufen wir jetzt das erste Royal Egg. Boom, kaufen. Jetzt kaufen wir erstmal das zweite Royal Egg. 3, 2, 1 und das zweite Royal Egg ist gekauft. Okay, Leute, wir werden uns jetzt das dritte Royal Egg der Folge kaufen. Drittes Egg kaufen in 3, 2, 1, bam. Das dritte Royal Egg der Folge. Und hoffentlich was Sagenhaftes. Bitte, Leute, bitte, es muss was Sagenhaftes werden. Und du willst die Chance haben, in Adopt Me ein super seltenes, legendäres, fliegendes Einhorn umsonst zu bekommen, dann abonnier den Kanal, like das Video, teile das Video mit deinen Roblox Adopt Me Freunden und schreib deinen Roblox-Namen in die Kommentare. Hi, Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Heute spielen wir wieder Adopt Me. Und ja, ihr seht, wir haben sehr, sehr viel Geld gesammelt. Von der letzten Folge bis jetzt. Und wir haben einen Durst. Das heißt, wir trinken auf jeden Fall an der Stelle erstmal was. Wir haben hier genug Wasser. Und ich wollte eigentlich aufs Wasser drücken. So. Auf jeden Fall werden wir diese Folge ein neues Haus, einen Game Pass für Robux und 3 Royal Eggs kaufen. Und ja, falls du das sehen willst, bleib auf jeden Fall dran. Falls du neu auf dem Kanal bist, wäre es cool, wenn du den Kanal abonnieren könntest und die Glocke aktivieren würdest. Würde mich sehr unterstützen. Und falls dir das Video gefällt und es dir gefällt, dass ich 3 Royal Eggs kaufe, dann lass doch gerne mal einen Daumen nach oben da. So, jetzt werden wir auf jeden Fall mal gucken, welches Haus wir uns überhaupt holen. Weil Leute, ihr seht, ich habe einfach 15.000 Bucks und das ist echt schon viel. Falls du meine letzten Adopt Me Videos nicht gesehen hast, wo ich unter anderem auch Sachen verlost habe, vielleicht verlose ich diese Folge ja auch was. Wer weiß, bleib auf jeden Fall dran, um das zu erfahren. Und definitiv abchecken die Folgen, falls ihr sie noch nicht gesehen habt. Wir müssen jetzt campen gehen. Und sehr wahrscheinlich müssen wir dann auch gleich noch schlafen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir gleich auch noch schlafen müssen. Ich habe auf jeden Fall sehr viele Adopt Me in den letzten Tagen gespielt. Und ich habe natürlich auch neue Pets bekommen. Und die werde ich euch auch gerade mal zeigen. Meine neuen Pets sind hier. Boom, Pets. Und jetzt müssen wir auch noch schlafen, Leute. Ich habe einen Neon Puma. Seht ihr ihn? Einen Neon Puma. Ist das nicht cool? Leute, einfach Neon. Ich habe bald auch noch ein anderes Neon Pet. Seid auf jeden Fall gespannt. Ist aber gerade nicht auf diesem Account hier. Und dann habe ich einen normalen Dragon, hier, Legendary Dragon, und er hat Hunger, da fütter ich ihn direkt mal hier. Was geben wir ihm? Wir geben hier eine Pizza, boom, eine Pizza füttern wir. Ich habe hier Pizza-Teig, Leute, das ist so ein Trick. Falls ihr ein Video sehen wollt, wo ich euch Tricks verrate, also mehrere Tricks, wie ihr kostenlos Essen und Trinken bekommen könnt, dann liked doch mal das Video und schreibt mir in die Kommentare, wollt ihr so ein Video sehen oder wisst ihr das schon? Aber egal, wollt ihr trotzdem so ein Video sehen, dann schreibt mal gerne in die Kommentare und lasst dem Video hier einen Daumen nach oben, dann sehe ich das. Vielleicht, Leute, bei 1000 Likes mache ich ein Video, wie ihr immer kostenlos Essen und Trinken bekommen könnt. So, das ist jetzt der erste Dragon. Dann haben wir noch ein Fly Unicorn. Das kennt ihr aber. Hier Uni, den kennt ihr alle. Und davon habe ich auch noch mehrere, aber nicht auf dem Account hier. Dann haben wir noch einen Ride ultra seltenen Koala. Boom, den können wir reiten. Das, ich finde das übel süß, wenn man den so reitet. Ich habe übrigens meine Adopt Me auf Englisch. Ich finde es einfach besser, aber ja. So, und stop right, und dann haben wir noch einen Fly Dragon, Leute. Ich habe einfach 2 Dragons, der eine kann sogar fliegen, und auf dem einen können wir fliegen, und das ist schon ziemlich cool. So, stop right. Leute, schreibt mal in die Kommentare, was ist euer Dream Pet in Adopt Me? Schreibt mal rein, was ist euer Dream Pet, und vielleicht, ob ihr es schon habt oder nicht. Und ja, schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Außerdem haben wir noch hier das Kitsune, das ist jetzt Post-Teen, und so weiter und so fort. Hier noch ein paar Shiba Inu und so weiter und so fort. Und noch ein Red Panda. Ist das ein Panda, Leute? Ist das ein Panda? Hm, wer weiß. So, jetzt werden wir auf jeden Fall ein neues Haus kaufen, direkt am Anfang der Folge. So, wir haben auch noch Durst und wir müssen eigentlich schlafen und campen. Aber das machen wir gleich. Erstmal trinken wir hier nochmal ein bisschen Wasser und dann werden wir uns ein neues Haus kaufen. Wobei, sollen wir lieber warten, bis es Tag ist? Ja, komm. Wir warten lieber, bis es Tag ist. Wir werden jetzt mal ganz kurz hier in die Mitte gehen. Und ich habe nämlich einen Trick herausgefunden, den wusste ich nämlich vorher nicht. Den hat mir jemand gesagt. Und zwar kann ich einfach hier auf das Plus drücken bei den Gifts. Und dann kann ich auf Yes drücken. Und zack, da bin ich in der Mitte bei den Gifts. Und jetzt kann ich hier easy zur Nursery gehen und mir da ein Royal Egg holen. Weil wir holen uns jetzt das erste Royal Egg der Folge. Wir werden in dieser Folge hier 3 Stück holen. Und die werden wir natürlich auch alle ausbrüten. Da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen spielen, diese Folge, um das dann euch zu zeigen. So, kaufen wir jetzt das erste Royal Egg. Boom. Kaufen und easy. Das erste Royal Egg ist hier am Start. Und das müssen wir jetzt hatchen. Hier leider muss es nicht campen, aber es ist schon dreckig, Leute. Das Royal Egg ist schon dreckig und davor, also campen müssen wir jetzt nicht mehr. Und es ist jetzt auch Tag. Das heißt, wir können jetzt auch das Haus kaufen. Diese Folge ist auf jeden Fall ziemlich viel am Start hier. Wir holen uns ein neues Haus, 3 Royal Eggs und so weiter. Also, falls du das Video gerne mit deinen Adopt-Me-Freunden teilen könntest, das wäre echt cool, wenn du das Video mit deinen Roblox-Adopt-Me-Freunden teilen würdest. Ich meine, du hast sicher Adopt-Me-Freunde und wenn du das Video denen schickst, das würde mich ziemlich unterstützen, wenn ihr das auch angucken würdet. Also, falls du hier durchs Video gekommen bist, weil dich jemand eingeladen hat, das Video zu gucken, wäre das schon echt ziemlich cool. So, jetzt gehen wir noch hier kurz mein Egg baden und danach werden wir uns auch schon ein neues Haus kaufen. Ich
bin auf jeden Fall mal überlegen, welches ich mir kaufe. Ich habe auf jeden Fall noch 14.000 Cash übrig. Setzen wir das hier baden und mich auch noch baden. Und dann müssen wir auch gleich noch kurz schlafen. Und dann werden wir schon das Haus kaufen. Baden wir jetzt kurz. So Leute, bevor wir jetzt das neue Haus kaufen, muss ich ja natürlich erstmal so die wichtigsten Sachen rausnehmen. Weil ich will natürlich die Sachen dann in meinem neuen Haus platzieren. Ich weiß, dass ich sie nicht rausnehmen kann, aber ich kann sie ja quasi verkaufen. Hier den kann ich verkaufen für 200. Der hat 300 gekostet, aber ja, wir verkaufen ihn für 200. Da haben wir auf jeden Fall noch Plus, weil das Haus hier werde ich nicht mehr benutzen, denke ich. Hier werde ich vielleicht irgendwas anderes reinbauen. Und die Pizza kann da meinetwegen hängen bleiben. Und das hier alles passt auch. Wobei, hier Leute, die Dinger, draußen fährt gerade irgendein Auto rum. Ich hoffe, das hat jetzt nicht so sehr gestört. Hier die Dinger haben wir auch noch hier verkauft. Und der Whirlpool, Leute, der Whirlpool für 4. Wie teuer ist denn normalerweise ein Whirlpool? Wie heißt das Ding? Ich weiß nicht mehr, wie dieses Ding hier heißt, aber ich meine Whirlpool oder nicht? Oh, jetzt habe ich aussehen auf Exit Home gedrückt. Naja, was soll's, Leute, was soll's? Wir werden jetzt ein neues Haus kaufen und wir gehen hier, Change House, Add New. Welches Haus holen wir uns? Ich habe überlegt, vielleicht das Partyhaus oder vielleicht, das hier geht nicht, das hier geht auch nicht. Vielleicht dieses Futuristic Haus, das finde ich ist so mein Lieblingshaus. Oder vielleicht auch dieses Haus hier, aber ich glaube, das wäre mir schon ein bisschen zu groß. Ich glaube, ich hole mir einfach hier dieses Futuristic Haus. So Leute, wir kaufen jetzt das Futuristic Haus und ich denke, das ist so das Coolste für mich jetzt. Das Partyhaus wäre natürlich nochmal ein bisschen cooler, aber das Futuristic Haus geht für mich ordentlich klar. Kaufen wir uns jetzt für 2500 Build und Bats, da haben wir es. Zack, sieht auf jeden Fall viel, viel cooler aus als das Baumhaus. Gehen wir jetzt mal hier rein und schauen uns das ganze Haus mal an, weil ich war hier noch nie drinne. So, wir haben hier auf jeden Fall... Oh Gott, okay, hier geht's runter. Oh mein Gott, hier ist ja ein riesen Pool. Das ist ja richtig cool. Hier ist ja ein riesiger Pool. Das ist richtig cool. Das habe ich jetzt zweimal gesagt, glaube ich, aber okay. So, hier ist auf jeden Fall der Pool ein bisschen versperrt. Hier sind dann so... Okay, hier sind ja riesige Räume. Das Haus ist ja schon viel zu groß für mich. Das Haus ist viel zu groß. So, das war's dann hier unten. Nein, hier geht's noch hier rein. Zack. Hier ist nochmal eine kleine Badewanne. Wozu brauchen wir eine Badewanne, wenn wir so einen riesigen Pool haben? So, lassen wir das Eck hier nochmal kurz trinken und dann gleich nochmal was essen. Und zwar haben wir hier Pizzascheiben, Leute. Pizzascheiben. Trinkt das hier erstmal. Bam, weil ich will das natürlich auch anhatchen, diese Folge noch. Und am besten 3 Stück davon. Aber die Folge geht jetzt auch schon viel zu lang. Das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall gleich beeilen. So, hier sind ganz viele Poster. Und hier geht's dann, wohin geht's da? Ich glaube, auf dem Balkon geht's hier. Ja, nice, Leute. Jetzt sind wir hier auf dem Balkon. Wohin geht's hier noch? Was gibt es hier noch für Sachen? Zack. Nein, ich wollte nicht schon wieder raus. So, hier ist noch ein Schlafzimmer für Babys und... Ja, wir müssen auf jeden Fall das Haus etwas umdekorieren. Hier ist nochmal ein Schlafzimmer für Erwachsene. Auf jeden Fall müssen wir hier ein bisschen umdekorieren. Aber Leute, dieser riesen Pool ist aber richtig Hammer. Der ist richtig cool. Hier, das... Also, wow. Okay. Okay, okay. So, jetzt werde ich mal kurz das Eck hatchen und dann bin ich gleich wieder da, wenn das Eck gehatcht ist. Okay Leute, wir müssen jetzt nur noch ins Hospital oder schlafen, aber komm, wir gehen aber ins Hospital und dann müsst ihr das Egg auch schon schlüpfen, weil das ist jetzt jeden Moment vorm Schlüpfen und jetzt holen wir uns hier einen goldenen Apfel, essen den erstmal selber, damit wir selber gesund werden und jetzt wird das Pet, komm, wir gehen hier raus, bevor das Pet denn ist, wir gehen hier hin, ja, hier ist eine schöne Location zum Schlüpfen und jetzt geben wir dem Pet den goldenen Apfel und dann müsste es eigentlich schlüpfen, bin mal gespannt, ob wir ein sagenhaftes oder legendäres hier rausbekommen und was bekommen wir Leute, was bekommen wir? Ah, das Ding habe ich jetzt schon zum 5. Mal bekommen. Oh mein Gott, nein. Ultra Rare. Na, immerhin kein Ankommen oder sowas. Ultra Rare ist auch nicht so schlecht. Habe ich jetzt auch schon zum 5. Mal gefühlt bekommen. Vielleicht kann ich davon einen Neon machen, Leute. Vielleicht, wenn es so weitergeht, kann ich davon einen Neon machen. Ich glaube, ich habe es jetzt 3 Mal auf dem Account hier. Und ja, dann kaufen wir jetzt das nächste Royal Deck. Die Folge geht auch schon ziemlich lange, wobei für euch nicht, weil ich werde das ja runterschneiden. Aber ja, wir holen jetzt das nächste Royal Egg und noch einen Game Pass, den ich mir holen wollte. Und gehen wir zu den Pets. Wir werden gleich auf jeden Fall nochmal Robux ausgeben und dann werde ich noch was herausfinden. Und dann werde ich vielleicht noch was an euch verlosen. Aber Leute, jetzt kaufen wir erstmal das zweite Royal Egg. 3, 2, 1 und das zweite Royal Egg ist gekauft. Das hatche ich jetzt auch und dann sehen wir uns nicht gleich wieder, weil wir kaufen uns jetzt nämlich noch die Magic Door für 150 Robux, damit ich mich immer zu meinem Haus teleportieren kann. Und mein Geld ist echt schon runtergegangen, diese Folge. Ich habe extra für euch gefarmt und gehen wir auf den Shop, gehen wir zur Magic Door. 150 Robux kaufen wir uns jetzt, Leute. Ihr seht, ich habe gerade noch 20.000 Robux. Das ist auf jeden Fall eine riesige Menge. Und wir werden uns jetzt holen. 3, 2, 1, kaufen. Boom, Magic Door, easy peasy. Und jetzt können wir die hier platzieren. Können wir die hier platzieren, ja. Und jetzt können wir hier rein. Teleport to your house, take down. Okay, Leute, wir können jetzt zu meinem Haus teleportieren. Und ja, jetzt sind wir bei meinem Haus. Warum denn noch nicht?
können wir jetzt hier zack und boom. Und jetzt haben wir die in meinem Inventar. Okay, wir haben sie in meinem Inventar. Das heißt, ich kann davon auch zwei Stück in den Kommentaren an euch verlosen, um eine davon zu gewinnen mit Glück. Schreib einfach einen netten Kommentar mit deinem Roblox-Namen. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und like das Video, Leute. Ja, ich verlose einfach zwei Stück davon in den Kommentaren. Warum nicht? Ihr habt gesehen, ich habe noch 20.000 Robux. Mit denen kann man ja einiges anstellen. Und deshalb verlose ich nochmal zwei Stück davon an einen von euch. Also zwei von euch. Und jetzt brüten wir das Eck hier noch aus. Und danach noch eins, wie ich gesagt habe. Ich hoffe, die Folge geht nicht 20 Minuten, aber wenn sie 20 Minuten geht, dann ist das halt so. Also, bis gleich. Okay, Leute, wenn die Poolparty vorbei ist, schlüpft auch das zweite Egg. Danach kaufen wir noch eins und danach wird auch schon die Folge beendet sein. Aber wir kaufen auf jeden Fall noch eins und werden es hatchen. Ich hoffe, wir bekommen jetzt etwas Cooles, irgendwie ein Sagenhaftes oder so. Wir haben eben Ultra Rare bekommen. Ich hoffe, jetzt kommt was Sagenhaftes, was Legendäres. Das ist ja echt ziemlich cool. Und komm schon. Bitte. Und was wird es? Ein Hase, Leute. Ein Hase. Okay, was ist der Hase für eine Seltenheit? Er ist rare. Okay, besser als ankommen. Aber immer noch kein Legendary, Leute. Bekommen wir vielleicht irgendwann nochmal Legendary. So, wir werden jetzt unseren Drache nehmen. Und dann werden wir nochmal zur Nursery fliegen. Und ja. Okay, Leute, wir werden uns jetzt das dritte Royal Egg der Folge kaufen. Drittes Egg kaufen in 3, 2, 1, bam. So, jetzt ist das unser drittes Eck. Das werden wir jetzt auch noch ausbrüten. Und ja, bis in der halben Stunde oder so. Oder wir holen es für Robux. Ah, wobei, ich brüte es einfach so aus. Bin gleich wieder da. Okay, Leute, das letzte Eck für diese Folge schlüpft. Jetzt, was bekommen wir hier raus? Wir müssen es noch hier kurz trinken lassen. Danach sollte es hatchen. Das dritte Royal Egg der Folge. Und hoffentlich was Sagenhaftes. Bitte, Leute, bitte. Es muss was Sagenhaftes werden. Und ist ankommen. Ah, Leute, also diese Folge hat mir nicht so viel Glück. Dann würde ich sagen, was mit der Folge? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke, dass du bis hier hingeguckt hast. Falls du bis hier hingeguckt hast, dann schreibt doch mal in die Kommentare, Schokolade ist lecker. Dann würde ich sagen, hau die rein. Danke fürs Zuschauen. Ciao, Leute.